I'm coming. Oh, was denn? Drücke X zum Angreifen. Jawoll! You okay? One of those psychos tried to bite me, but yeah. Yeah, I'm fine. Well, we can't just stay out here in the open, that's for damn sure. Ranger Station? Ranger Station. Maybe we can find some help there. But what the hell, man? We're gone 2 weeks and what? Everybody takes up cannibalism? Beats me. So, also angekommen hier. Direkt schon mit den ersten Zombies. Das Vergnügen hier gehabt. Und das hier, wer ist das? Der Ed? Und wir sollen ins Forsthaus. Begib dich zum Forsthaus. Unten links sehen wir das. Die Synchronisation hier ist also in Englisch. Das ist nur englischsprachig, aber ihr habt es doch gesehen, da unten ein kleiner Dialog, der dann immer auf Deutsch ist, für euch dann zum Mitlesen. Und das hier sind die Zombies, oder? Das sieht schon mal ganz gut aus, das Spiel, finde ich. Es gibt anscheinend eine Story hier. Uiuiui, sind das da? Das sind Zombies da, ne? Also mit X angreifen. Da kommen sie. Ja, komm dann hier. Zack! Ja, schöne Effekte. Die Effekte sind ja echt nice. Hier, der Schlägertrupp. Macht sich auf den Weg. Moment, warte, ich muss hier. Yeah. Stay low and keep quiet. Maybe we can get past them without being spotted. Halte B gedrückt, um dich zu ducken, damit du schwerer zu entdecken bist. Dann schauen wir mal. Kommen wir dann? Kann ich die. Oh, das wird jetzt ein Krampf in den Fingern. Kann ich die Kamera dann jetzt so sehen? Ohne dass die uns angreifen? Beweg dich in einen Busch, während du kauerst, um dich komplett zu verstecken. Ja, hier ist gerade kein Busch. Aber. Doch, sie werden. Nee, sie werden. Doch, er wird aufmerksam. Komm, dann schlagen wir direkt hier alle kaputt. Schafft er das eigentlich? Oh. Oh, oh. Drücke LB und X, um einen Gegner, der am Boden liegt, zu erledigen. LB und X ist diese Taste. Und machen wir das mal. So, und jetzt? Jetzt habe ich ihn weggeschubst. Drücke das Steuerkreuz nach oben, um Tagebuch zu öffnen und auf der Seite Leute dein Inventar zu verwalten. Okay, gehen wir das hier mal kurz durch. Auf der Seite Leute findest du Informationen zu deinem Charakter, wie seinem Namen, Ausrüstung, Merkmale, Fertigkeiten und Status. Wähle ein Porträt aus und drücke dann A. Danke, das war jetzt ein bisschen zu schnell. Markus Campbell. Wir sind Markus Campbell. Typ zuversichtlich. Wir haben einen Zweig, wir haben keine Waffe. Geborener Anführer. Die Leute hören mir zu, wenn ich was sage. Das ist meistens eine gute Sache. Führungskraftfertigkeiten. Ja, ich hoffe, dass hier mir auch die meisten Leute zuhören. Ex-Wanderer. Der Wert guter Socken und Einlegesohlen ist nicht zu unterschätzen. Ja, in der Tat. Die helfen gegen Schweißfüße. Verbesserte Fitness und Geistesgegenwart. So, wir sind doch noch eine Sportskanone. Wir könnten uns ja gleich bei Stefan Raab bewerben. Bei Schlag den Raab. Ich wollte eigentlich nie groß und stark werden und schwere Sachen schleppen. Bin allerdings mittlerweile ganz gut darin. Kraftpakete, wir können alles. Angestellter, ich finde das hier tatsächlich besser als meinen alten Scheißjob. Ist das verwerflich? Wir haben jetzt hier also ein Inventar. Schmerzmittel, betäubt den Schmerz, heilt aber keine Wunden. Wir haben einen Snack, erhöht die Ausdauer vorübergehend, indem du etwas isst. Das ist unser Rucksack anscheinend. 1,6 Kilogramm können wir damit wohl schleppen. Wenig Gepäck ist gut, aber noch besser ist es, alles Nötige dabei zu haben. So ein Zweig, der schon beschädigt ist. Okay. Ah, wir können 6,15 Pfund tragen. So sieht es zumindest aus. Da über LB und RB oben können wir ein bisschen rumswitchen. Markus
Ah, auf der Fertigkeitenseite siehst du deine Fortschritte in verschiedenen Fertigkeiten, alle denen du begegnest, verfügbar über verschiedene Kombinationen von Fertigkeiten. Du kannst dich bei jeder Fertigkeit informieren, wie du sie verbessern kannst, inwiefern sie nützlich ist und welche neuen Fertigkeiten. Ah, okay. Fitness, Geistesgegenwart, Kämpfen, Schießen, Kraftpaket und Führungskraft. Das schauen wir uns später alles mal an. So, das sind hier Missionen anscheinend. Finde Hilfe. Ferien sind vorbei. Das sind Tagebücher. Ich bin Angeln, Kater und Heilbutt. Ruhe in Frieden. Das schauen wir uns alles später mal an, denn ich möchte jetzt erstmal in Sicherheit. Ach du Kacke. Oh, was ist denn hier passiert? Ich möchte jetzt erstmal in Sicherheit kommen. Was steht hier? Nakita Midow. Man soll kein Feuer machen. Alles klar. Ja, die ersten Eindrücke sind gut. Die Grafik gefällt mir. Oh, schaut sich an. Schön. Da klemmt auch noch jemand zwischen. Da ist ein Zombie. Und hier vorne ist die Hütte, in die wir sollen. Hier, die Ranger Station. Können die nochmal aufstehen? Nee, können sie nicht. Kann ich unseren Kollegen eigentlich hauen? Nee, hat er nochmal Glück gehabt. Obwohl er mir ja hilfreich war bisher. Begib dich zum Forsthaus, ja? Help me move this against the wall. We need to clear a space for the wounded. Wendell, start doing an inventory of whatever medical supplies we've got. We're gonna need them. Man, can anybody tell me what the hell is going on? What's going on is there's more of them up here than I expected. We need to sweep the rest of the cabins for survivors. But I've got injured people here I have to tend to. Okay, we'll see what we can do. We will? I appreciate it. There's a water tower out back that has a good view of the campgrounds. Might be worth your while to climb up there and have a look around first. We've got some supplies in the locker over there. Take what you need and stay safe out there. Finde Hilfe, das haben wir erledigt. Drücke Select, ist das, um die Karte anzuzeigen. Das ist also die Karte. Zoom, rauszoomen, Mission. Wir sollen also zu den Berghütten. Suche in den Hütten nach Überlebenden und Vorräte. Das ist ja eigentlich sozusagen erstmal das Schlauste in einem Survival-Game. Also wenn wir jetzt von Zombies umrundet werden und nichts mehr haben, erstmal Vorräte zu sammeln und zu schauen, was wir alles Nützliches finden können. Ach, mit A kann ich eine Wegmarke setzen, das ist auch schön. Er hat uns angeboten, wer auch immer dieser Herr gerade war. Grüße Sheila Brookstone. Hallo? Jetzt können wir einen Dialog auswählen. Komm mit und halt mir den Rücken frei, schon gut. Ja, komm doch mal mit. I haven't earned this. Was war das? Ich muss Einfluss. Ah, ich muss Einfluss gewinnen, damit Leute mir also auch folgen. Also die Führungsrolle, was ist denn mit ihm los? Der hat anscheinend ein bisschen Angst. All squared away. Take it easy. Er hat gerade gesagt, wir dürfen uns Vorräte mitnehmen, oder? Wo denn? Grüße Ed Jones. Das ist ja zumindest schon mal einer, der uns folgt. Da, Versorgungsspind. Drücke Y, um nach Vorräten zu sehen. Schön, hier ist gar nichts. Doch, eine Leiste. Ah, okay, mit A kann ich die dann nehmen. Dann nehmen wir die Schmerzmittel natürlich auch. Das war's dann aber auch. Ja, das war's. Die haben sich also hier in diese Forsthütte eingenistet. Oh, was ist das denn? Teddybär? Okay, kommen wir jetzt hier raus? Ja. Ja, dann machen wir uns doch mal mit Ed auf den Weg. Und er hat gesagt, am Wasserturm
Können wir einen Überblick bekommen? Okay, halte LB gedrückt, um schneller. Ja, wir sind ja eine Sportskanone, wurde uns ja gesagt. Lol. Ich glaube, das war so einer der kleinen Fehler. Warum bin ich denn da jetzt so runtergefallen? Und durch Ed durch. So, halte diese Taste um zur Aufklärung. I'm there. Gonna take a look around. Ein Fahrzeug? Aber da steht ein Fragezeichen. Kann ich da jetzt irgendwas... Oh, das ist gar nicht mal so einfach zu zielen. Okay, Fahrzeug. Was ist da? Ah, das lädt jetzt. Ein Campingplatz. Da sollen wir hin. Da ist der nächste Campingplatz. Da ist noch ein Campingplatz. War das hier mal ein Ferienort oder so? Öffentliche Toilette sieht aus. Montana Forest Preserve. Sieht so aus, als wäre das hier halt so eine Art echt Campingplatz gewesen, wo man wahrscheinlich Urlaub machen konnte. So, wie kommen wir jetzt runter? Shit, jetzt haben wir auch schon ein Leben verloren. Da sind Zombies. Okay, komm mal runter. Komm, wir machen uns mal... Whoa, listen, asshole! Alright, we don't want any trouble. Jawoll, die Effekte sind ja richtig nice. Ich möchte mir das Auto jetzt erstmal anschauen. Ah, unsere Spezialattacke. Die geht nicht mehr. LB gedrückt halten, um zu sprinten. Das ist schon mal eine gute Information und nützliche. Ja, seht ihr, guck mal, da ist ein Zombie, jetzt so ein paar Clipping-Fehler halt. Guck mal, ich kann ihm noch keinen Schaden machen. Ich hoffe, er mir dann auch nicht. Was ist denn jetzt mit dem Fahrzeug eigentlich? Oh Gott, habt ihr das gesehen? Ich glaube, wir sollten uns aber erstmal hier umschauen, bevor... Ja, die Tür ist doch schon... Oh Gott! Alter, hat der uns jetzt angegriffen schon? So, wir haben einen neuen Ort entdeckt. Du willst wissen, was mich beunruhigt? Sie setzen eine Infirmary in there. Like, why aren't they taking these people to a hospital or something? I don't know, man. Whole situation is pretty messed up. You think? What's next? Razor wire, guard towers? That's not a bad idea, actually. We need to make things safer around here. Drücke das Steuerkreuz nach oben und dann LB, um deine Heimatbasis anzuzeigen. Okay. Ich glaube, das war sogar die falsche Taste, ne? Da ist er, Force Towers. Einrichtung aus, nähere Informationen, Gebäudeboni, Lagerraum, Kapazität, verfügbare Aktionen, wir können, das ist richtig interessant, wir können also, wir haben eine Heimatbasis, die wir anscheinend auch ausbauen können, zum Lebensmittellager erweitern. Wenn wir für eine sichere Lebensmittelaufbewahrung sorgen, müsste auch mehr Hygiene möglich sein. Das dauert dann wohl auch eine Stunde Lagerraumkapazität. Das ist alles hier gespeichert. Nice. So, ich wollte mich jetzt aber mal hier umschauen. Hier, genau, hier sieht es nämlich aus, als kriegen wir Vorräte. Ah, mit LB kann ich auch schneller suchen. Ist dann... Oh, oh, haben wir irgendwas? Ah, schafft er das? Nice. So, auf der Seite Leute findest du Informationen zu deinen Charakteren. Das hatten wir alles schon. Porträt. Hier ist unser Inventar. Oh Gott, da ist jemand. Ah, das sieht so geil aus, wie da drauf klüppelt. Ich würde diese...
billiges Imitat einer brutalen Waffe. Würde ich gerne eigentlich verwenden, aber kann ich anscheinend noch nicht. Ach, verwenden X. Ah, nice. Jetzt haben wir das also. Ja, mach du mal. Ich will mich mal kurz hier umschauen. Es scheint ja so, als hätte der Ed auch noch gar keine richtige Ahnung, was hier vor sich geht. Da haben wir doch was. Boah. Alter Schwede. Was haben wir denn hier? Was ist das hier? Böller? Plötzlicher Alarm eignet sich sehr gut, um Aufmerksamkeit zu erregen. Am besten wirft man sie und rennt weg. Geht in Deckung. Ja, dann ich nehme alles hier gerne mit. Was uns später mal nützlich sein könnte. Ich glaube, jetzt haben wir auch alles, oder? So, einmal kurz rausgehen hier. Kann man hier irgendetwas tun? Aber es scheint so, als wären hier Sachen, so wie Wasser. Das sieht aus wie ein Wassertank. Das sieht aus wie so eine Art Generatorhaus. Hier noch ein Fahrzeug, das uns später... Das wir anscheinend jetzt noch nicht verwenden können, aber das uns später sehr, sehr nützlich sein wird, sehr wahrscheinlich. Aber unsere Aufgabe besteht ja jetzt... Oha. Darin... Wir waren doch hier auf dem Aussichtsturm. Warte. Ja. Den mal hier kurz! Kläre das Gebiet auf. Ja, wir sollten doch eigentlich... zu diesen Campingplätzen auch noch, oder? Unsere Heimatbasis. Hier vorne auf der Karte. Das ist hier halt unser Wasserturm, aber da waren wir ja schon. Wir haben jetzt auch nichts angezeigt. Vielleicht habe ich auch einfach nur noch nicht. Dann warte, wir rennen, so war rennen. Ah, okay. I think I can get a decent view from up there. Vielleicht wurde das auch einfach hier noch nicht angenommen, obwohl wir ja schon hier oben waren. Ach, wir haben noch nicht alles aufgeklärt. So scheint es mir zumindest. Campingplatz, Campingplatz. Haben wir doch eigentlich, oder? Ach, da hinten ist noch was. Eine Hütte. Noch eine Hütte. Ein Campingplatz. Da sieht man auch unten, dass sich das dann alles... Noch ein Campingplatz. Ah, das ist der Baumarkt, in dem wir jetzt hier gerade waren. So, was fehlt denn jetzt noch? Seht ihr noch irgendwas? Denn ich sehe jetzt gerade hier nichts mehr. Ah, da hinten. Noch eine Hütte. So, jetzt haben wir alles. Errungenschaft, ich sehe mein Haus. Schüsse? Das bedeutet ja... Geh mal runter. Das bedeutet ja, dass hier andere Leute noch sind. Gehören die zu uns? Das ist ja immer so eine Sache jetzt bei so Apokalypsen. Wie sich auch die anderen Leute verhalten. Ob die uns wohlgesonnen sind oder ob die uns gleich hier skalpieren wollen. Denn dann habe ich nämlich ein Problem. Okay, da ist ein Zombie. Ich glaube, der lässt uns erstmal in Ruhe. Oh, jetzt höre ich hier was. Oh! Alter, Vater... Um zu sprinten. Ich will jetzt mal lieber hier nicht sprinten. Was macht der Zombie denn da? Der hat seinen Kopf gegen die Wand, oder? Das ist der Emo-Zombie. Aber zum Glück können wir unseren Kollegen hier nicht töten. Ah, drücke mehrfach, um die verschlossene Tür aufzubrechen. Oh, Alter! Uiuiui, die erschrecken einen aber auch ganz schön hier.
Komm, wir durchsuchen das hier wieder. Eine was? Eine rostige Dingens haben wir entdeckt. Vandalism is a crime. Haben wir jetzt hier noch Zombies gepult? Das hat sich ja sehr laut angehört. Alter, schön sieht das aus. Ah, okay, es gibt also auch Zombies, die noch rumliegen. Gesicht erschreckt mich nicht so. Ressourcentoilette. Ja, hier ist nichts, ne? Ah, so springe ich, okay. Aber hier wird uns noch was angezeigt, aber wir haben das jetzt schon durchsucht. Gibt es hier vorne irgendwas? Aber wir durchsuchen dann jetzt erstmal hier. Lecker, lecker, lecker. Hier gibt es anscheinend nichts. Wir suchen dann natürlich jetzt erstmal alle Plätze hier. Komm, wir gehen jetzt mal den Weg hier rum. Nee, da sind zu viele Zombies. Ach komm, wir sprinten einfach, wenn uns jetzt hier ein Zombie den Schnetzeln war, ja. Die scheinen jetzt noch nicht übermäßig stark hier zu sein, also so eine richtige Gefahr geht jetzt noch nicht aus. Okay, die geht jetzt auch nicht auf. Also zack, zack, zack. Wir durchsuchen das jetzt hier. Ah, ein Snack, okay. Du Bastard! Oh, der hat uns ganz schön Schaden zugefügt. Schmerzmittel, Essen. Gerade noch gesagt, Gefahr geht von denen nicht aus. Meine Güte. So, jetzt wird uns angezeigt, dass noch nichts mehr in der Hütte ist. Boah, wir müssen auf. Ich muss aufpassen, dass jetzt. Dass ich hier nicht noch gefressen werde. Ich habe schon die Hälfte an meinem Leben verloren, weil ich jetzt. In der Hütte nicht ganz. Feinsäuberlich hier aufgepasst habe. Dazu. Ey, ich hab doch drauf gehauen. Boah, jetzt kommt der hinten raus. So, wir haben die Stufe 2 Kraftpaket erreicht. Ah, so können wir also das dann erhöhen. Sind jetzt auch alle hier tot? Ich glaube, ich muss schon mal. Kann ich das schon nehmen? Einmal diese Schmerzmittel hier. So, okay. Und wie viel füllt sich das jetzt auf? Ja, schon ordentlich. Ach, guck mal, hier haben wir auch jetzt die Information. Ed Jones ist ein Typ, der zuversichtlich ist. Reality Show Trivia, was? Schießen und so ist er natürlich noch gar nicht gut. Thomas Ritter. Er hat eine Bratpfanne. Unser Ed hat ein Tischbein. Der hat eine gute Geistesgegenwart. Ah, wir haben einen Forscher bei uns. So scheint es zumindest. Der Wendell. Der hat ziemlich viele Sterne in Forschen und Horten. Aber das war der, der doch ein bisschen so ängstlich da am Fenster gehockt hat. Und zu der haben wir noch gar nichts, weil sie verletzt ist. Sie hat gebrochene Rippen. Wir brauchen also Hilfe für sie. Ich weiß nicht, ob das Schmerzmittel schon alleine ausreichen würden. Das war laut. Was gibt Ärger? Habe ich jetzt Zombies gepult? Scheiße, ich höre da was. Ach du Kacke, seht... Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Scheiße, wir haben, glaube ich... Komm, Ed, helf mir! Drauf da, drauf da, drauf da, drauf da!
Oh Gott. Ah, guck mal, springt noch einer. Ed, Hilfe! Hinter mir! Ed! Jawohl, er steht nur in der... Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, sind das viele? Und ich habe kaum noch Ausdauer. Ich bin am Arsch, weil ich so viel kämpfe gerade. Meine Ausdauer geht natürlich auch dadurch weg. That's not good. Ach du Scheiße, mein Ding ist kaputt. Oh. Oh, ihr drauf, hau drauf, hau drauf. Ja, verdammt, ich bin auch müde, aber... Dann lass den Ed halt erstmal kämpfen. Oh, hier kommen noch mehr. Also da muss man sich doch dann mal lieber überlegen, ob man nicht eher langsamer und somit leiser oder jetzt so laut vorgeht. Wenn die Zombies später auf jeden Fall noch stärker werden, was ich nicht weiß, und wir dann so einen Auftritt hier hinlegen, dann haben wir natürlich ein Problem. Ed, bitte. Ich bin noch ein bisschen müde, weißt du? Oh Gott, Ed hat Probleme! Ich helfe dir natürlich, Eddie. Wo kommt der denn her? Führungskraft. Sind wir jetzt auch Stufe 2? Hütte, nichts mehr da. Ich glaube, jetzt haben wir dann alles... So, die Hütte haben wir leergeräumt. Ich glaube, wir haben auch alle Zombies in der Umgebung niedergeschnetzelt. Außer den hier, der mir noch angezeigt wird. Und wir haben auch gesehen, dass unsere Nahkampfwaffe kaputt gegangen ist. Die halten also nicht ewig. Da ist ein See und alles. Hier vorne soll noch ein Zombie sein. Ich glaube, wir können auch jetzt so weg, ohne dass... Oh Gott, ich hab ihn... Da habe ich ihn im Augenwinkel gesehen, du Bastard. Ja, Eddie übernimmt den anderen, das ist gut. Ich glaube, wir sind ein gutes Team, Eddie. Eddie, hinter dir! Jawohl, sauber. So, die Hütte haben wir schon geklärt. Das bekommen wir also auf der Karte angezeigt, was wir schon erledigt haben, was uns noch fehlt. Unsere Aufgabe ist jetzt erstmal für Vorräte zu sorgen. Ja, Eddie, den übernimmst du ja. Schaffst du das? Ist hier noch irgendjemand? Nein. Ja, komm, Eddie. Here they come. Wie, hier kommen sie? Wer kommt denn da alles? Ja, da sind Zombies. Die Hütte haben wir schon geklärt, ne? Da vorne müssen wir hin. Komm mal mit, Eddie. Laufen die uns jetzt hinterher? Nee, anscheinend nicht. Gut, dann können wir jetzt hier mal zu diesem Campingzelt gehen. Incoming! Und den hier was platt machen. Guck mal, schon Stufe 3 in Kämpfen. Hier ist nichts. Hier ist was. Und diesmal mache ich das leise. Dann nehmen wir uns dann lieber mal ein bisschen mehr Zeit. Ich will jetzt hier nicht schon wieder alles pullen. Eine Waffe. Und nochmal Böller, wir haben jetzt eine Pistole. Hold up here with the last of the tequila until this all blows over? Somehow I doubt it. Yeah, me too. Das war's hier, ne? Das ja, es ist sauber, es ist nichts mehr da. Wir haben aber eine Waffe bekommen. Die möchte ich allerdings noch nicht einsetzen. Ich denke, da werden sich später noch genügend Möglichkeiten ergeben. Lebt er hier noch? Hier lebt, muss doch bestimmt noch irgendeiner leben, oder? Nee, alles ruhig. Alles ruhig, okay. Oh, hier ist ein Rucksack. Den können wir aber nicht mitnehmen. Suchfortschritt. Hier gibt's was. Ein Benzinkanister. Okay. Ah, ein Molotow-Cocktail, nice. So what now? Head back to the station or go check the lake cabins?
Or we go check out those gunshots we heard. All right. Kinda hoping you'd forgotten about that. So, in den Berghütten sind jetzt also keine Überlebenden. I don't have enough space for this. Ah, wir haben keinen Platz mehr. Ich würde diesen Molotow-Cocktail aber gerne... Was ich jetzt eigentlich machen würde, kann ich diese Waffe loswerden? Ja, durch Y. Weil ich den Molotow-Cocktail natürlich gerne... Eddie regelt das gerade. Ich natürlich gerne gerade den Molotow-Cocktail mitnehmen würde. Und diesen Rucksack hier können wir allerdings leider nicht mitnehmen. Er scheint mir doch ein bisschen größer zu sein, viel mehr Platz und alles. Also, zur Berghütte zurück. Hier, wir gehen jetzt erstmal zur Ranger Station zurück, weil mein Rucksack ja voll ist. Ich hoffe, ich kann den da drin jetzt entleeren. Und dann auch noch den Schüssen nachzugehen, die hier ja gefallen sind. Zum Glück sind wir noch niemandem begegnet. Außer diesen Freunden hier. Die uns dann gefährlich hätten werden können, eventuell mit ihren Waffen. Ah ja, Tür öffnen. So, mit wem muss ich jetzt hier reden, um meinen Rucksack zu leeren? Oder kann ich das dann so reinpacken einfach? Ah, ich kann das dann wahrscheinlich so machen. Nee, jetzt habe ich es benutzt. Verwenden Vorrat. Oder hat er es doch jetzt... Ah, er hat es reingetan. So, habe ich es doch richtig gemacht. So, eins behalten wir. Den Molotow rein. Ist die Sache, nehme ich den Revolver mit oder lasse ich ihn hier? Die Böller packen wir auch erstmal rein. Genauso wie den Snack nochmal. Das ist schon beschädigt. Das brauchen wir also. Ich pack die Waffe mal mit. Ich habe Vertrauen, dass uns jetzt nichts Schlimmes passieren wird. What's a good word? Ich find's cool, dass ich auch mit denen so interagieren kann. Catch you later. Mehr als schon gut und komm mal mit, kann ich nicht machen. Der Wendell. So, jetzt also wieder raus. Und ich bin dafür. Obwohl, wir haben da drüben ja noch gar nicht die Hütten und alles durchsucht. Dass wir dann jetzt auch... Hopsa! Dass wir dann jetzt auch sehr, sehr schnell... Ah, da ist ein Zombie, ja? Oh, ich nehme den Special... Jawoll, den Special Move. Ich möchte dann jetzt halt auch diesen... Schüssen auf den Grund gehen. Den werde ich schnetzeln. Nee, den lasse ich doch in Ruhe. Ist schon eine Überlegung wert, ob ich jetzt jemanden angreife oder ob ich es nicht vielleicht doch lieber lasse, damit wir uns die Waffen sparen und die nicht schneller kaputt gehen. Ich weiß noch nicht, ob ich die eventuell wieder reparieren kann. Alles ruhig hier. Ich muss doch irgendwas geben, was wir mitnehmen können. Eddie, du stehst im Weg. Sag nicht, hier wurde schon alles mitgenommen. Jawoll. Jawoll, in so einem Zelt zum Campen haben die so einen Flachbildfernseher mit. Genau. Ah, hier ist bestimmt, ne? Ja. Vielleicht ein Flatscreen, warum nicht? Jawoll, ein Rucksack. Das schauen wir uns mal an im Inventar. Ah, es sind beides kleine Rucksäcke, okay. Bringt mir jetzt also nicht viel. Und da vorne ist schon das X, also das Zelt hatten wir anscheinend schon untersucht. Hier haben wir noch ein Zelt. Jetzt passiert aber auch hier. Obwohl der... Oh, der sieht echt schon ein bisschen tot aus.
Zum Glück sagt er dann auch, dass hier alles ruhig ist. Da, hier ist was drin. Oder? Nee. Da ist was. Ja, das interessiert mich jetzt gerade nicht. Genau, das will ich machen hier. Das durchsuchen. Ich mach das mal schneller, auch wenn wir jetzt einen Zombie pullen. Dann haben wir noch einen Rucksack, noch einen kleinen Rucksack. Sind die denn überhaupt wichtig? Können das vielleicht dann hier solche Mitstreiter wie der Ed eigentlich benutzen oder so? Ja, ich will das natürlich fortsetzen. Ich wollte auf die Karte mal schauen. Da sind entfernte Schüsse. So, was haben wir denn jetzt gemacht? Öffentliche Toilette, da haben wir, wo wir am Anfang waren, haben wir die Ressourcen anscheinend noch nicht mitgenommen. Im Baumarkt auch nicht. Und den alten Pickup. So, wir gehen zu der Toilette. Wir holen uns jetzt erstmal alle Ressourcen, alle Vorräte, so wie uns das hier aufgetragen wurde. Und danach gehen wir dann auch den Schüssen auf den Grund. Oh, ich höre was. Es ist schwierig hier mit der Kameraführung natürlich. Ich dann auch schnell umzudrehen mit dem Controller. Schön. Wo kommen die denn? Ich hab die doch erst von hier alle geknüppelt. Ja, schön. Schön. Danke, Ed. Du machst das kurz. Hallo? Ist da jemand? Öffentliche Toilette. Ja, die Ressourcen. Wo sind die denn? Ist da nichts? So, wir rennen mal kurz. Ein bisschen sprinten tut uns natürlich gut. Alter. Okay, unsere andere Nahkampfwaffe ist auch kaputt gegangen. Also verwenden wir jetzt das hier. Ja, sind da Werkzeuge, die wir nicht mitnehmen können, oder was? Ja, hier sollen doch anscheinend Ressourcen sein. Wie komme ich denn an die ran? Mir wird hier nichts angezeigt. Nee, warum wird mir hier nichts angezeigt? Ich habe also keine Möglichkeit, hier irgendwas mitzunehmen, oder gibt's... Ah, da ist noch ein Türchen. Und der... Ah. Jawohl, wie viel ist denn hier? Das machen wir jetzt aber ruhig, weil das sieht echt nach einer großen Sache hier drin aus. Was? Ein Schmerzmittel nur für diesen Riesenschrank? Scheiße! Oh shit! That's gonna bring wir waren wieder so laut. Rennen! Komm, wir rennen hier weg, weil das war jetzt so krass laut. Wir haben jetzt auch alles hier durchsucht. Ach nee. Ich muss mir erst daran gewöhnen, damit der Select-Taste. Hier an dem Baumarkt. Da waren wir auch schon, aber anscheinend haben wir da auch noch nicht alles mitgenommen und der Pickup interessiert mich. Ich weiß, dass man hier mit Fahrzeugen fahren kann. Vielleicht ist das jetzt auch einfach noch nicht für uns verfügbar bisher. Und den können wir erst später nutzen, um auch hier durch die Gegend zu fahren. Mal gucken, wie sich das jetzt auch alles entwickelt mit unserer. I don't think I want to come back here, like, ever. So what do you think for next year? Canoeing in Georgia, caving in North Carolina, or camping in Crystal Lake? Ja, die beiden haben wohl hier Urlaub gemacht. Und dann ist was auch immer hier passiert. Und mal schauen, wie das mit den anderen Leuten da jetzt auch läuft, die in der Hütte sind. Wie sich das so entwickelt alles. Ah, hier geht nichts. Hier ging auch nichts.
Jawohl. Du kriegst... Oh, jawohl, wie viele? Boah, zum Glück klappt das aber recht gut hier mit dem Controller. Und man wird von den anderen Zombies nicht gehittet. Da, du liegst doch noch da rum, was ist denn? Oh, oh. Jawohl, der Eddie! Damn, I'm tired. Das ist ja ein richtiger... Funskerl. Das hier sieht doch noch was aus. Was befindet sich denn da drin? Ah, ein Molotow-Cocktail. Und somit haben wir auch schon alles hier vollständig durchsucht. Was denn mit dem Pickup jetzt hier? Mit dem scheine ich noch nichts machen zu können. Gut, wir haben jetzt... Schauen wir auf die Karte. Wir haben jetzt alles durchsucht. Unsere nächste Aufgabe ist dann... den entfernten Schüssen nachzugehen. Was ich jetzt aber noch schauen wollte... Ich wollte in dieses Tagebuch einmal rein. Und mir das mal kurz durchlesen. Alljährlicher Angelurlaub... 3 Wochen ohne das Affentheater. Keine E-Mails, keine Handys, keine Sorgen in der Welt. Das ist ein Leben, Markus. Das war am 9.09.2013. Versuche, Ed von Ärger fernzuhalten. Überwiegend vergebens. Immer gut für einen Lacher und einen Misserfolg, der Ed. Okay. Am 12.09. Angeln vor der Dämmerung ist wunderbar. Es sei denn, man war davor bis 3 Uhr auf. Wie zum Teufel verträgt Ed so viel Whisky, Markus? Dann der 15.09. Das Beste an der Reise, kein Handyempfang, keine E-Mails von der Arbeit, keine SMS, dringend Kontenprüfung bei Meyers bis Montagmorgen. Keine RSS-Feeds, nur Ruhe, Frieden und frischer Fisch, Markus. Ja, die haben hier Urlaub gemacht, 19.09. Ed hat das Mädchen aus dem Köderladen getroffen, schon wieder, Gott steh uns bei. 22.09. Diverse seltsame Geräusche letzte Nacht. Klang, als hätte jemand ein Feuerwerk gemacht. Ed meint, es wäre der 75. Jahrestag gelangweilter Teenager in Spencer's Mill. Und dann der 28.09. Das ist dann der letzte Eintrag. Dieser Urlaub war viel zu kurz. Ach ja, packen wir zusammen. Zurück in die Wirklichkeit. Ich will gar nicht wissen, wie mein Posteingang auf der Arbeit aussieht, Markus. Das war der letzte Eintrag. Am 28. Und jetzt am 29. finden die sich in dieser Situation wieder. Uiuiui, und was wir... Wie gesagt, wir begeben uns von einer Zombie-Apokalypse in die nächste. Und in der nächsten Folge, Leute... Gehen wir dann den Schüssen nach, die wir gehört haben. Was uns wohl da erwartet?